wissen, dass Sie im Haus waren. Das war leider nicht zu verhindern. Also fliegen wir auf. Ich habe Ihnen eine Geschichte erzählt. Es bleibt unsere Vereinbarung, okay? Also gut, danke. Sehr gut. Schau, jetzt haben Sie gleich die Nummer auf dem Geheimnis. Ne? Sehr gut, mein Schatz. Die schönen blauen Augen hat sich wieder gemacht. Natürlich kenne ich die Frau. Das ist die Klassenlehrerin meines Sohnes. Wir gehen von Mord aus, Herr Fehling. Ja, der Schulleiter, der Warnel, hat uns Eltern schon informiert. Warum haben Sie mit Frau Niermeier telefoniert? Immerhin 14 Mal in 3 Tagen. Mein Sohn, der ist schlecht in der Schule. Mit den Noten wäre er sitzen geblieben. Und das ist alles? Naja, das wäre das 2. Mal. Dann wäre er geflogen. Das musste ich unbedingt verhindern. Konnten Sie die Lehrerin überzeugen? Naja. Sie kriegen eh alles raus. Worauf Sie einen lassen können? Ich habe den Niermeier angebettelt, angefleht habe ich sie. Ich habe ihr sogar Geld geboten. Und? Ja, nix und. Das Geld hat der Warnerl genommen. Für bessere Noten. Na klar. Dienststempel aufs Zeugnis. Der Junge packt die Klasse, kommt aber auf eine andere Schule. Da gibt's kein Nachfragen. Tja. War dann wohl doch nicht so einfach für den Rektor, was? Tja, da waren noch Unterlagen bei der Klassenlehrerin. Und Herr Warnel wollte sich drum kümmern. Ja, hat er ja auch, aber Sie haben ihn überrascht. Ende der Geschichte. Wenn Sie das sagen. Kommen Sie. Waren Sie gestern Nacht auch hier? Die ganze Zeit? Ich war drüben im Haus. Kann das jemand bezeugen? Ihre Frau vielleicht? Nein, Herr Oberländer. Meine Frau ist bei der Geburt meines Sohnes gestorben. Ich bin und war allein. Auch gestern Nacht. Josef, bitte ruf mich nicht an. Es war ein Fehler, ich will das alles nicht. Es ist okay, Kim, ich wollte dir nur was sagen. Dein Mann war bei mir. Er weiß Bescheid. Es tut mir sehr leid.